Ich habe hier manchmal Langeweile, wenn ich warte, dass meine Gerichte fertig werden, wenn ich lange köcheln lasse. Und deswegen nutze ich die Zeit, euch zu erzählen und eure Fragen zu beantworten. Und heute habe ich eine Frage von der Martina. Martina hat gefragt, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Ihr kennt meine Erzählvideos schon und falls ihr neu hier seid, mein Name ist Caro Mühlenbrock. Ich koche gerne afrikanische Gerichte, aber heute koche ich nicht, heute erzähle ich euch, weil ich mag das auch gerne. Ich koche und ich erzähle wirklich, ich rede gerne, habt ihr bestimmt gemerkt. Und ja, jetzt mal herzlich willkommen bei Afrika Kulinarisch. So, bevor ich erzähle, wie ich nach Deutschland gekommen bin, muss ich natürlich ein bisschen zurückgehen, weil nur sage, ich bin ins Flugzeug reingegangen, bin nach Deutschland gekommen, bin gelandet. Ja, das ist nicht das, was ihr hören möchtet. So, ich habe in meinem letzten Video erzählt, wie ich im Internat war. Und davor auch ein bisschen, diese Geschichten sind miteinander, ein bisschen miteinander verbunden. Deswegen würde ich vielleicht die anderen erstmal gucken, damit man wissen kann, wo ich hergekommen bin, bis ich zu dem Zeitpunkt gekommen bin. Und von dem Internat jetzt bin ich nach Nairobi gefahren. Mein Bruder hat in Nairobi gewohnt, der ist ein Polizist und die kriegen immer Häuser. Häuser ist ein bisschen übertrieben. Die Geschichte werde ich euch noch erzählen, wo wir gewohnt haben. Das ist auch eine lustige Geschichte, die kommt noch. Gewohnt haben. Aber auf jeden Fall war das Nairobi. Ach, Nairobi ist das, die Großstadt Nairobi. Und ich kam aus dem Dorf. Ja, Dorfkind, Slumkind. Und in Nairobi war irgendwie das erste Mal, wo wir. Das kam später, das kam später. Nee, 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 das kam später, das werde ich später erzählen. So, was passiert ist, ich muss ein paar Schritte weitergehen, die Geschichte kommen wir noch zu. Von Nairobi, als ich nach Nairobi gekommen bin. Dann habe ich angefangen zu studieren. Da habe ich erstmal ein bisschen Computer gemacht, so Excel, Word, so. Mein Bruder hat alles für mich bezahlt. Und dann war die Entscheidung, was mache ich jetzt? Und ich habe mich natürlich für ein Jurastudium entschieden, weil, was macht man dann? Entweder bist du Anwalt, Ingenieur, Pilot oder Arzt. Und alles andere, du bist nichts. Nichts. Und deswegen Anwalt. Ich habe dann mein Studium angefangen in so ein privates Uni. War super teuer, sehr, sehr teuer. Mein Bruder hat für mich bezahlt, der hat Schulden ohne Ende. Aber dann nach einer Zeit, nach der ersten Hälfte, hatten wir gar kein Geld mehr zu bezahlen, weiter zu bezahlen. Und die Entscheidung war dann, dass ich ein bisschen arbeite, bevor ich weitermachen kann. Und ich hatte einen Lehrer, der wirklich super, super Lehrer war. Wir haben uns super verstanden. Der kannte meine Geschichte. Der wusste meine Schwierigkeiten mit Geld und allem. Und dann hat er mir gesagt, wenn er was hört, werde er mir sagen. Und ja, der wird sich umhören. Eine Woche später, wirklich eine Woche später, nachdem ich mit meiner Prüfung fertig war, ich hatte noch niemals das Ergebnis, hat er mich angerufen und hat gesagt: Ach, ich habe einen Job für dich. Ja, Mombasa, das ist kenianische Küste. Der hat einen Job für mich als in einer Anwaltskanzlei. Ja, natürlich, Mombasa. Ach, Leute, Küste, Strand, Wasser. Ich sofort, sofort. Ich habe auch nicht zweimal überlegt. Ich habe auch nicht gefragt, was ich kriege als Gehalt. Nichts. Ich habe gesagt, ja. Sofort, ja, ich gehe dahin. Und das war natürlich auch ein Job, der erste Job so richtig. Und dann ein bisschen weiter weg wohnen von zu Hause, weil ich habe mit meinem Bruder gewohnt die ganze Zeit. Und da ist natürlich so, dass du nicht alles machen kannst, was du möchtest. Und hier hatte ich die Möglichkeit, alleine zu wohnen. So, ich bin dann nach Mombasa gefahren und
erstmal diese schöne Hitze. Und meine Cousine hat in der Zeit an der Küste gewohnt. Sie ist schon ein paar Jahre vorher hingegangen. Sie war mit einem deutschen Mann verheiratet. Und ich bin dann zu denen als erstes gegangen. Die haben mich empfangen. Und dann haben die mir geholfen, eine Wohnung zu suchen und, und. Aber weil ich alleine in Mombasa war, sie haben in Diani gewohnt, wer jetzt an der Küste schon mal in Kenia gewesen ist, weiß, man muss, wenn man mit dem Bus fährt, kommt man in Mombasa an und dann muss man mit der Fähre rüber in die Südküste. Ja, Südküste. Da ist Diani und da hat meine Cousine gewohnt und meine Wohnung war in Mombasa. Aber weil es mir langweilig war, immer am Wochenende, bin ich jedes Wochenende nach Diani, da wo die gewohnt haben, gegangen. Meine Cousine mit ihrem deutschen Mann, da habe ich das erste Mal Sauerkraut mit Kartoffelpüree und Haxe, Schweinehaxe gegessen. Oh, das war so lecker. Das war so lecker. Das ist das erste deutsche Gericht, was ich gegessen habe. Horst war der Mann von meiner Cousine, der hat sehr, sehr gerne gekocht. Sehr gerne gekocht. Und von ihm habe ich so viel gelernt. Und der hat, wenn er gekocht hat, wollte er seine Ruhe immer in der Küche haben. Und keiner dürfte in die Küche, der hat alleine gekocht. Aber mit mir hat er gerne gekocht. Der wollte immer. Und ich habe mich so geehrt gefühlt. Weil ich habe mit ihm gekocht. Und ja, dann war ich so gerne immer am Wochenende da. Weil, wie gesagt, das war ein Haus, wo die jeden Tag Fleisch gegessen haben. Jeden Tag. Obwohl ich gearbeitet habe, könnte ich mir das auch nicht leisten. Ich habe gearbeitet. Ich habe euch gesagt, ich habe auch nicht gefragt, wie viel ich verdiene. Ich bin einfach hingegangen. Und als ich da war, habe ich gemerkt, oh, muss Miete zahlen, das war nicht viel. Da ist nicht viel übergeblieben. Aber ich habe trotzdem weitergemacht. Und dann bin ich immer am Wochenende, freitagsabends, zu meiner Cousine an die Küste gegangen. Und da habe ich natürlich Fleisch. Ich habe Fleisch gegessen. Gulasch, Haxe. Wurst, der hat immer deutsche Wurst gehabt. Der hat Butter, morgens Butter auf Brot. Boah. Ja, auf jeden Fall war ich dann an der kenianischen Küste. Wie jeder weiß, kommen ganz viele Leute, auch Touristen natürlich. Und irgendwann, eine ganz lange Geschichte, die werde ich nicht alles erzählen. Habe ich aufgehört, bei dem Anwalt zu arbeiten und ich habe in so ein, nicht Hotel, sondern da war jemand, ein deutscher Mann, der so Apartments hatte zum Vermieten. Und der hatte viel mit dem Gericht zu tun und der hat mich durch meine Cousine kennengelernt und hat gefragt, ob ich Lust hätte, bei ihm zu arbeiten. So, ich habe dann angefangen, bei ihm zu arbeiten und ich habe dann Verwaltung gemacht. Ich bin immer zu den Anwälten gegangen, ich habe alle Briefe geschrieben. Irgendwann habe ich angefangen, weil da war jetzt nicht viel. Und ich habe, glaube ich, das Dreifache an Gehalt bekommen, was ich beim Altanwalt verdient habe. Und da habe ich sogar noch eine Wohnung direkt am Strand bekommen. Ey, das war ein Leben, ich sag's euch. Wir haben die Fishermen hier, Fischer, gesehen, als sie reingegangen sind. Die haben immer raus gesagt. Ich habe das nicht verstanden, rein und raus. Weil für mich ist das rein in den See, Ocean und raus. Aber die haben gesagt, raus, das habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall habe ich die gesehen, als die für mich reingegangen sind ins Wasser. Mit den Fischen, frischen Fischen gekommen sind und die haben wir gekriegt, ganz, ganz frisch, wirklich. Das war unglaublich lecker, diese frische Fische direkt aus dem See, noch niemals ein paar Stunden aus dem Wasser. So, da habe ich gewohnt und dann habe ich trotzdem noch das Leben da am Strand. Ich habe wie, weißt du was?
ihr Touristen oder alle Touristen, auch ich jetzt mittlerweile, wenn ich irgendwo in Urlaub bin, sind das 2 Wochen. Ich habe, das war mein Zuhause. Ich bin aufgestanden morgens und ich frage mich, warum bin ich nach Deutschland gekommen? Ja, auf jeden Fall morgens aufgestanden, am Strand entlang joggen gegangen. Das Haus war wirklich direkt am Strand. Und dann hatten wir auch eine Küche, wo man das Wasser gesehen hat. Morgens und abends dieser Sonnenuntergang, unfassbar, unfassbar. Und dann dieses Grundstück, wir hatten Gärtner, wir hatten einen Koch, eine Köchin, wir hatten Leute, die da geputzt haben. Ich habe diese ganzen Leute gemanagt. Das heißt, ich hatte eigentlich keine Arbeit. Ich habe gerne gekocht, das immer. Immer. Ich habe immer gerne gekocht. Deswegen auch mit Koch und Köchin, die haben für die Touristen gekocht, die da gewohnt haben. Und ich habe mein eigenes Essen gemacht, weil ich immer gerne koche. Ja, ich hatte nicht so viel Arbeit. Und deswegen bin ich, wenn ich meine Arbeit, und er hat auch nicht kontrolliert. Der hat, das ist deine Arbeit, mach es, wenn du möchtest. Das heißt, ich war viel am Strand laufen und dann bin ich ab und zu nach Mombasa, Ukunda, mit Matatus. Matatus sind so Sammeltaxen, die man in Kenia oft sieht. Und dann bin ich immer nachmittags nach Ukunda gefahren, von Diani nach Ukunda. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber man fährt, je nachdem, wann man fährt. Wenn man morgens fährt, fährt man 20 Minuten. Wenn man Nachmittag fährt, kann auch 3 Stunden sein, weil die haben keine Leute drin. Und das ist nicht so wie hier in Deutschland, wo man, der Bus kommt um 12.54 Uhr. Ist auch nicht so, das wissen wir mittlerweile. Es steht nur die Uhrzeit. Und dann fährt der Bus direkt nach Dawson oder egal wo. So ist es in Kenia nicht. Die kommen, sehen, ah, hier sind keine Leute, die warten. Dann fahren die stückweise und warten. Mitten auf der Straße. Deswegen war ich hier verwirrt, dass ich nicht irgendwo stehen kann und der Bus hält an, wenn er mich sieht. Weil so war ich gewohnt. Die Matatus halten an, egal wo du bist, entlang der Straße, die halten an. Und hier habe ich manchmal gedacht, hä? Der Bus fährt einfach vorbei? Warum? Der sieht, dass ich hier bin. Ich habe auch sogar versucht. Das waren meine Lektionen am Anfang hier in Deutschland. Und so, diese Geschichte ist jetzt so lang geworden. Ich wollte eigentlich nur erzählen, wie ich nach Deutschland gekommen bin. In dieser einen Nachmittag bin ich nach Diani gefahren mit dem Matatu. Und dann auf dem Rückweg war das gegen Nachmittags. Die Zeit, wo es, wie gesagt, fast 3 Stunden dauert, weil da sind keine Leute. Ich bin eingestiegen und das war 2015. Ich hatte jetzt kein Handy oder irgendwie ein Mikrofon, dass ich irgendwas, ein Hörbuch oder irgendwas hören könnte. Man sitzt einfach da, gelangweilt und guckt nach draußen, in die andere Seite und wartet. Und die fahren ein Stückchen, halten an, fahren ein Stückchen, halten an. Der Fahrer steigt aus, fängt an zu rauchen, manchmal auch ein Joint. Und der raucht natürlich mit, weil alle Fenster sind offen, es ist warm. Du riechst nur, das war jetzt keine Zigarette gerade. Aber der steigt wieder ein und fährt weiter. Ja, so ist es. Und ich habe dann da gesessen und 2 Schritte weiter oder 2 Stationen weiter ist ein weißer Mann eingestiegen und ein, ich sag Beach Boy, weil Beach Boys sind die jungen Männer, manche auch nicht mehr so jung, die einfach versuchen, irgendwas zu verkaufen an Touristen. Und die saßen 3 Sitze vor mir und da haben die geredet oder der Beach Boy hat mit dem weißen Mann geredet, die ganze Zeit. Der hat alles versucht Ketten zu verkaufen, versucht Muscheln zu verkaufen. Nicht Muscheln, wie heißen die? Shells. Muscheln zu verkaufen. Der wollte keine Muscheln, der wollte keine Ketten, der wollte keine Armbänder, der hat versucht alles. Der hat versucht, seine Schwester zu verkaufen, alles. Die versuchen alles. Alles, was man verkaufen kann, versuchen die. Und der wollte einfach nicht. Aber der war so genervt. Und ich auch irgendwann. Und dann habe ich gesagt, ey,
Ich habe dann auf Swahili gesagt, kannst du einfach die Klappe halten und dieser Mann in Ruhe lassen? Der guckt mich an und dann war er auf einmal ruhig. Oh, das war so schön. Auf einmal war Ruhe in dieser Matatu. Matatu, wie sie gesagt, Sammeltaxis. Auf einmal Ruhe. Und dann guckte mich der weiße Mann und hat wahrscheinlich gedacht, was hat diese Frau, das hat er mir später gesagt, was hat diese Frau gesagt, dass der Mann hat ihn die ganze Zeit genervt, auch als er in Ukunda war. Die ganze Zeit ist er hinter ihm hergegangen, hat versucht, irgendwas zu verkaufen. So, und dann irgendwann weiter habe ich gedacht, ach, die steigen aus. Ah, der Bitboy ist irgendwann ausgestiegen. Und dann der weiße Mann, habe ich gedacht, ach, der steigt auch aus. Nein, der ist nicht ausgestiegen, der ist zu mir gekommen. Und hat meinen Namen gefragt, habe gefragt, ah, und was hast du zu ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, er soll die Klappe halten. So einfach. Ich habe das auch versucht die ganze Zeit. Warum hat er bei dir aufgehört und bei mir hat er nicht? Ich weiß es nicht, ich habe einfach gesagt. So, und dann hat er gesagt, ach, als Dankeschön möchte ich dir ein Getränk kaufen. Alles klar. Dann, so komischerweise ist er auch bis zum Ende gefahren, wo ich auch hinfahren wollte, wo meine Cousine gewohnt hat. Wir sind ausgestiegen, Getränk zusammen. Der war da eine Woche und danach waren wir diese eine Woche jeden Tag zusammen. So, muss ich ein bisschen weiter erzählen? Nein, ihr wisst, eine Woche waren wir dann jeden Tag zusammen. Der hat im Hotel gewohnt. Wir haben uns abends und mittags und morgens und am Strand gelegen, eine Woche. Und dann zwei Wochen später ist er wieder nach Deutschland, nach Kenia gekommen. Und irgendwann bin ich nach Deutschland gekommen. Als Besuch. Dazwischen ist ganz viel passiert, ganz viel. Aber diese Geschichten muss ich die nächsten Jahre auch erzählen. Ich erzähle euch jetzt nicht alles. Und so bin ich nach Deutschland gekommen, wegen der Liebe. Martina, habe ich deine Frage beantwortet? Ein bisschen lang, aber ich musste jetzt, wenn ich jetzt gesagt hätte, wegen der Liebe, da muss man ein bisschen verstehen, wie das passiert ist. Ja, und diese Geschichten, die dazwischen sind, das ist nicht so einfach, komm hier ein Visum nach Deutschland und wir wohnen jetzt hier zusammen. Nein, so ist es nicht. Aber ich bin wegen der Liebe nach Deutschland gekommen. Ja? So, ich muss hier aufhören, sonst brennt mein Essen gleich an. Ich habe jetzt kein Rezept, wo ich euch sage www.afrika-kulinarik.de. Ihr könnt trotzdem schauen, weil viele Rezepte da sind, nachkochen oder auch mich unterstützen, wenn ihr das gerne möchtet. paypal@afrika-kulinarik.de und auch abonnieren. Könnt ihr überhaupt nachvollziehen, was ich alle... erstens Rezept, dann unterstützen und dann abonnieren. Zack, und dann auf die Glocke klicken, damit ihr informiert werdet, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade. Und das ist jeden Montag, jeden Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht so viel Spaß, mit euch hier zu reden oder erzählen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.